quält, der darf sich nicht beschweren. Aber ich bin doch erst 14. Das ist egal. Ab der Konfirmation. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wer nicht wählt, der darf sich nicht beschweren. Die Lesung zum heutigen Sonntag finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, in den Versen 7 bis 13. Was? Ich habe jetzt gar nichts verstanden. Ja, eine Frechheit, dass der einfach bellt, statt zu reden. Ich verstehe überhaupt nicht. Und so undeutlich. Wer nicht wählt, der darf sich nicht beschweren. Kein Bobo im Kirchenvorstand. Was müsst ihr tun? Wir müssen wählen gehen. Wann müsst ihr wählen gehen? Am 21. Oktober. Und ich darf auch wählen gehen, ja! Mach auch du dein Kreuz! Meine Arbeit hier ist getan. Auf zur nächsten Gemeinde. Ich glaube, da ist Böses im Busch.